Die Energieberatung Salzburg unterstützt Privatunternehmen sowie Unternehmen von der Planung bis zur Umsetzung von nachhaltigen Maßnahmen. 4 landwirtschaftliche Fachschulen im Bundesland Salzburg erhielten jetzt eine umfassende Beratung zum Thema Photovoltaikanlagen. Also es ist auf jeden Fall keine Standardberatung, die wir hier gemacht haben. Das ist sozusagen eine Sonderberatung, die in diesem Fall, und es gab einige Herausforderungen, vor allem die Größe der Schule. Ja. Im Speziellen um die Gebäude geht es da. Wir haben nämlich jedes einzelne Gebäude, wo ein mögliches Potenzial da war, betrachten müssen und es nachher auch natürlich irgendwie bewerten müssen, ob hier jetzt eine Photovoltaikanlage raufkommen kann oder kann sie nicht raufkommen. Wenn sie raufkommen kann, wie sieht es nachher damit aus? Wie ist die Ausrichtung der Photovoltaikanlage, wie groß kann die sein? Und das waren auf jeden Fall die größten Herausforderungen. Die landwirtschaftliche Fachschule Winkelhof bietet mit dem neuen Reitstall und der neuen Werkstatt ca. 5000 Quadratmeter Dachfläche für eine PV-Anlage. Hier am Winkelhof errichten wir auf der Reithalle, auf dem Pferdestall und auf den rückwärtigen Werkstätten PV-Anlagen mit einer Kapazität von 500 kW Peak. Zusätzlich wird ein Batteriespeicher von 200 kW den Eigenverbrauch verbessern, sodass wir auch in der Nacht den erzeugten Strom aus der Batterie verbrauchen können und hier besser ausnutzen können. Die Investitionskosten betragen ca. 700.000 Euro und werden aus dem Landesbudget finanziert. Die Anlage ist so groß, dass wir auch überschüssigen Strom einspeisen werden. Und dieser überschüssige Strom wird in eine Energiegemeinschaft im Land Salzburg unter den Liegenschaften verteilt werden. Also die Maßnahme hier geht es speziell um die Photovoltaikanlage, die angebracht worden ist. Das ist nämlich eine beachtliche Größe. Sie wirkt sich sehr maßgeblich dazu aus, einen Schritt in Richtung Dekarbonisierung zu gehen. Denn es werden nämlich einige Tonnen an CO2 eingespart, die hier selbst erzeugt werden von der Photovoltaikanlage und die sozusagen nicht über das Netz bezogen werden müssen. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburg.gv.at/energieberatung.